Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Wir spielen heute das Spiel Magicide oder Magikite, wie auch immer. Das ist ein Roguelike, das bedeutet, man spielt, versucht sich immer und immer weiter aufzubauen, aber wenn man stirbt, ist das Spiel quasi vorbei und man fängt von komplett vorne an und man kann hier nicht speichern oder sowas. Das Ziel von dem Spiel ist einfach, alle Ebenen durchzuschaffen und ja, wir fangen einfach mal an. Da setzt eine Fliege auf meinem Bildschirm. Hau ab, so. Also wir gehen jetzt erstmal in den Singleplayer. Ich benenne mich mal in Bumsdoggy um. Und hier gibt es eben verschiedene Rassen. Hier gibt es die Peon, die Nobel, die Orklops, die Twelves, die Crusader, die Remnanten, die Drogan, die Earthkin und die Pick und das Pickvolk. Es ist aber so, dass ich derzeit nur die freigeschaltet habe, weil man das innerhalb des Spiels kann man das freischalten und jeder startet mit einem Anfangs-Item. Und zum Beispiel der Peon startet mit einer Axt und zwei zufälligen Items, die können gut oder schlecht sein, also Diamantbahn oder auch wieder Holz. Das bedeuten eben dann diese Fragezeichen hier. Ich möchte am Anfang den Ohrklops nehmen und da ich hier diesen Hut schon freigeschaltet habe und der mir dann wahrscheinlich, wenn ich Level Up bin, eine Attacke dazu gibt, ist das gut. Denn er startet schon mit plus 2 Attacke und minus 1 HP. Deswegen versuche ich jetzt plus 1 HP zu bekommen. Plus 2 Def, plus 2 HP, minus 1 ATK. Und dann auch noch hier plus 2 ATK. Perfekt eigentlich. Ich würde sagen, wir createn den jetzt einfach mal. Und es geht hier einfach gleich schon los. Komm her. Komm her. Geh weg von mir. Aua. Und da ist sie tot. Da ist sie tot. Ja, das Crafting-System zeige ich euch dann gleich. Also wie gesagt, man kann hier rumgehen. Und das ist übrigens nicht eine Ebene, also nicht, dass das hier eine Ebene ist und da unten ist eine neue Ebene. Nein, das komplette da ist eine Ebene und man kann dann im Endeffekt dann in andere Welten und so gehen. Und die Welten sind dann quasi die anderen Ebenen. So. Aua. Au, au, ich sterbe wegen dir, du scheiß Slime. Okay, die droppen irgendwie komischerweise jetzt gerade bei mir keine Herbs. Das ist, hat auch immer was mit Glück zu tun, was sie gerade droppen. Aber mit den Herbs könnte ich mir Heiltränke machen. Aua, ey, was ist hier los? Normalerweise lasse ich mich nie von denen treffen, aber gut. Aber gut, das passiert eben. Der Stein da unten hole ich mir auf jeden Fall noch, weil man kann sich dann nämlich auch eine Steinrüstung machen, weil da ist es nicht so, dass zum Beispiel, da kam jetzt ein Herb raus. Wie viel habe ich jetzt? Eins, okay. Wenn ich noch eins habe, könnte ich mir einen Heiltrank machen. Das wäre dann schon ziemlich krass. So, komm her. Jetzt springt er einmal und zack. Nee, kein Herb bekommen. Was ist denn hier los? Also die sind heute echt geizig, was Herbs betrifft. Aber hier unten werde ich bestimmt eins bekommen. Jawohl, jetzt habe ich noch einen Herb. Das bedeutet, ich kann mir jetzt einen Heiltrank machen. Und ich zeige euch jetzt das Crafting-System. Also man zieht immer zwei Dinge miteinander und kombiniert sie dann. Wenn ich jetzt noch einen Heiltrank hätte, könnte ich den zu einem großen Heiltrank machen. Aber da ich das nicht habe, kann ich das jetzt auch nicht machen. So, und jetzt... Oh nein. Oh nein. Okay. Noch einen Herb habe ich jetzt bekommen. Oh. Fast. Das war jetzt ziemlich knapp hier. Ich muss echt aufpassen. Aber gut, wir haben jetzt wieder zwei Herbs. Die verbinden wir jetzt. Und dann haben wir hier wieder einen Heiltrank. Das ist ein ziemlich simples und cooles Crafting-System, meiner Meinung nach. Jetzt sollte ich auch mal was essen. Und jetzt guck mal. Er kackt einfach einen Haufen Scheiße hin. Das ist einfach so genial. Also ich finde das Spiel so mit Liebe voll gemacht. Also ich finde das richtig... Ich finde das so cool. Also da haben sie sich richtig Mühe beigegeben. Oh, da haben wir das jetzt auch schon tot gemacht. Und ja, wir sind jetzt Level Up, wie ihr gesehen habt. Und jetzt haben wir auch hier ein ATK dazu zu bekommen. Oh, da kamen jetzt aber gleich zwei Herbs raus. Und das zeige ich euch jetzt. Und jetzt mache ich mir einen großen Heiltrank. Zack, zack. Und zack, haben wir schon einen großen. Das ist ziemlich cool. Wenn die Ebene vorbei ist, dann können wir uns aussuchen, in was für eine Ebene wir erneut wollen. Und so. Und da gibt es dann verschiedene Ebenen und verschiedene Schwierigkeitsstufen. Zum Beispiel eine rote Ebene ist schon sehr, sehr schwer.
wohingegen dann aber zum Beispiel hier die grüne Ebene nicht so schwer ist. Zack. Komm her, Schwein, bitte. So, jetzt warten wir nochmal, bis es nochmal kommt. Oh, da haben wir schon Down. Jetzt kann ich mir einen Skill aussuchen und der kann was. Okay, genau, da, I'm so angry steht schon hier. Das bedeutet, ich bin jetzt stärker. Also ich mache jetzt mehr Schaden. Seht ihr, die habe ich jetzt, gewone-hitted. So, wir gehen, oh, wir gehen als nächstes in die hier einfach mal rein. Und ich hoffe einfach mal. Okay, warte. So. Und jetzt machen wir jetzt einfach noch einen Heiltrank. So. Gut. Hier sind noch ein paar Hühner. Gibt es hier eine Axt? Sonst hätte ich jetzt nämlich ganz gerne eine Axt. Ja, okay, hier kann ich jetzt eine Axt kaufen. Denn als Ork startet man als einzige Klasse nicht mit einem mit einer Axt. Das, ups, jetzt habe ich den NPC hier getötet. Scheiße. Komm her. Das bedeutet, dass wir jetzt noch kein Holz fällen konnten und noch keine anderen Sachen craften konnten. Auf jeden Fall mache ich mir hier jetzt erstmal Eisen. So, dann würde ich sagen, mache ich mir dann Eisenschwert. Eisenschwert mache ich mir so. Und dann Stein, Kohle. Würde ich sagen, mache ich mir. Ach so, das muss ich ja auch erst. Ups, 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 jetzt habe ich das hier weggeworfen. So, also, ich mache jetzt erstmal hier Raffinite Stone. Und jetzt könnte ich mir hier eine Rüstung machen, aber ich möchte mir ein Schild zuerst machen. Es gibt mir nämlich ein HP mehr. Und, ja. Genau, dann packe ich hier die Kohle noch zusammen. Denn jetzt, Leute, kann ich ein Lagerfeuer machen. Und das ist ziemlich cool, wenn ich hier ein Lagerfeuer mache. Und ich dann das Fleisch hier esse. Dann bekomme ich gebratenes Fleisch raus. Und ich würde sagen, wir sind bereit für die nächste Ebene. So. Gut, weiter geht's. Und in jeder Ebene gibt es auch andere Musik. Dup, 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 dup. So. Ich bin gespannt, ob ich die Ebene hier schaffe, denn. Aua. Aua. Oh, die sind ja richtig aggressiv, die Teile hier. Muss ich ja richtig aufpassen. Aua. Gut, so Leute. Wie ihr seht, man muss hier wirklich sehr, sehr auf sein Leben aufpassen. Ich gehe einfach mal hier hin. Ich hoffe, er trifft mich hier nicht. Denn ich muss jetzt was craften. Zack, zack. Und mit einem Stick kombiniert ist es ein Schwertgriff. Und dann kann ich mir hier ein Eisenschwert machen. Das macht dann doppelt so viel Schaden als mein jetziges Schwert. Das haue ich dann einfach mal weg. So. Ja, gut. Würde ich sagen, geht's weiter. Ich trinke hier mal ganz kurz einen Heiltrank. Und hey, nicht bitte, bitte, bitte bewerf mich nicht. Ich habe euch auch nichts getan. Oh, ich mache die One-Hit, okay. Okay, ja, gut zu wissen, dass ich sie mit dem Schwert hier One-Hit mache. Ich bräuchte Herbs. Okay, ein Herb habe ich. Aber ich bräuchte noch eins. Hier geht's weiter. Ups, jetzt habt ihr ganz kurz meine Taskleiste gesehen. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So. Gut, wir sind wieder Level up. Das ist super. Upsale. Erstmal hier nach unten. Das hier sind so Art Schleimdinger. Wow. Aufpassen, die sind richtig aggressiv. Ein Herb noch, Leute. Ein Herb noch. Ich brauche nur ein Herb. Gerade habe ich nämlich echt Pech, was das betrifft. Was die Herbs betrifft. Aber ich mache ja sowieso so viel Schaden. Komm her. Komm her. Und? Habe ich jetzt einen Herb bekommen? Moment, das muss ich jetzt dann gleich mal nachgucken. Und, okay, der ist jetzt tot. Also wie gesagt, das ist alles nur Taktik, quasi. Gut, ich habe hier einen Poison-Trank. Damit kann ich die Leute verzaubern. Also ich muss jetzt echt hier echt aufpassen, weil ich habe echt schon langsam Angst, dass ich hier deshalb jetzt sterben werde. Hey, komm her. Also derzeit, also ich finde derzeit keine Herbs irgendwie. Ich weiß nicht, woran es liegt. Woran liegt das denn? Hallo, kann mir das jemand bitte klären? Und hier drin ist jetzt aber eins, komm schon. Nein. Aber du droppst mir jetzt doch eins hier. Nein, schon wieder nicht.
Ist aber jetzt auch halb so schlimm. Ich mache einfach mal einen Pelz da draus. Und, ja, meine Güte, was können wir denn noch machen? Hier. Scheiß drauf, Leute. Wir machen jetzt einfach etwas YOLO-mäßiges. Und oh, jetzt habe ich einen Schwertgriff gemacht. Das wollte ich doch gar nicht. Weg mit dem. Genau, das wollte ich eigentlich. So, und jetzt kann ich mir hier eine Eisenspitzhacke machen. Jawohl. Jetzt könnte ich normalerweise auch, glaube ich, Diamanten abbauen. Das natürlich zum Vorteil. So, den haben wir erledigt. Und... Ah, scheiße. Okay, gut. Gut, gut, gut. Jetzt können wir Gold abbauen. Jawohl, jetzt haben wir Goldohr. Ja, geil. Das ist jetzt richtig cool. Aber ich habe trotzdem Angst, dass wir jetzt in der Ebene, dass wir die nicht schaffen. Denn wir müssen sie auch zu einem gewissen Zeitraum schaffen, sonst kommt so ein richtig starker Bossmob und der tötet uns dann. Ein Herb. Ein Herb? Nein, ich bekomme keine Herbs. Ich glaube, die mögen nicht, dass ich Herbs bekomme. Nee, nee, nee. Also, ich bin zwar immer auf der Suche nach Herbs, aber irgendwie möchte mir keiner Herbs geben. Da oben sind Diamanten. Oh, das ist natürlich jetzt super. Und... Oh, wir haben da jetzt aber keinen Diamanten rausbekommen. Ah, ich glaube, das geht nur mit einer... Wow, der hat mir jetzt 2 Schaden gemacht. Das bedeutet, ich bin jetzt tot, Leute. Das bedeutet, wir haben die Ebene nicht geschafft. Ich habe leider nur Punkte bekommen. Schade, schade, schade. Ich gehe einfach mal ins Menü in der Zwischenzeit, würde ich sagen. Und ja, Leute, das war jetzt ein kleines Angespielt, damit ihr so ein paar erste Eindrücke zum Spiel bekommen habt. Habt ihr das Spiel auch? Das Spiel kostet derzeit auf Steam 9,99. Ich habe es noch im Summer Sale gekauft. Da hat es dann 7,49 gekauft, beziehungsweise hat es mir der liebe Kosova gekauft. Dankeschön, liebe Grüße an dich. Hättet ihr Bock, dass ich irgendwann nochmal eine zweite Folge mit dem Kosova mache? Oder, weil hier kann man das auch mit dem Multiplayer machen. Nur ist das da immer so ein bisschen kompliziert wegen Hamachi und so, weil man da das noch nicht online hosten kann, leider. Ich hasse ja diesen Hamachi-Gram. Auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, war es das von dem Angespielt hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch das Spiel gefällt und wenn ihr mehr Angespielt wollt, dann lasst ein Like da. Und ich würde sagen, das war's, Leute. Haut rein und ciao.